Wir spielen jetzt Der beste Lügner gewinnt, ein Spiel, bei dem wir reden wie in einem Podcast und jeder von uns wird eine Challenge aus diesem Topf ziehen, die er unauffällig ins Gespräch einfließen lassen muss. Wenn du jemanden erfolgreich bei seiner Challenge ertappst, dann muss derjenige einen Shot trinken und eine neue Challenge ziehen, aber wenn du dich irrst, dann musst du einen Shot ziehen. Trinken. Los geht's. Tamara, versuche jeden Satz der Person rechts von dir zu beenden, bevor er oder sie es tut. Mike, rede darüber, dass dich jemand geghostet hat, weil er oder sie im Gefängnis gelandet ist. Leon, überzeuge die anderen davon, dass du schon einmal verlobt warst. Alex, lenke das Gespräch auf Bienen als Haustiere und betone ihre Vorteile, weil du das auf TikTok gesehen hast. Okay, mit was für einem Gespräch fangen wir an? Leon, zieh mal ein Gesprächsthema vom Rand, so ein buntes. Ja, über was reden wir? Too hot to handle. Too hot to handle. Tamara war ja gerade bei Too hot to handle. Also alle dachten's. Denkst du, ich würde gut zu Too hot to handle passen? Nein. Dich habe ich jetzt nicht gefragt. Ja, dich nicht gefragt, nein. Du bist so viel. Was hat sie gesagt? Sie hat es wiederholt, was ich gesagt habe. Warum bist du so nervös? Das ist nur schön. Okay. Ich habe ein Thema, das wir besprechen können. Ja. Ich habe vorhin, 10 Minuten bevor wir den Podcast gestartet sind, im Auto, ein TikTok gesehen. Bei dem Leute so mini, so wie heißen diese Faden, diese Plastikfaden, diese durchsichtigen, die Leute für Zaubertricks nehmen, an eine Biene festbinden und mit denen Gassi fliegen gehen. Das habe ich auch gesehen. Ja, Gassi fliegen gehen. Das habe ich auch gesehen. Das geht? Ich habe es öfter mal gesehen. Dass jemand rumläuft oder auf dem Internet. Ich habe noch niemanden gesehen mit seiner Biene Gassi gehen. Ich habe keinen mit meiner Biene gesehen. Aber vielleicht haben wir es gesehen, aber wir haben den Faden nicht gesehen. Wir dachten einfach, so eine Person, die einfach so läuft, du checkst es nicht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, mir ist dann eingefallen, dass Bienen so ziemlich das einzige Haustier, also wenn du es hast, sind, die dir keine Nachteile, sondern Vorteile bringen können. Was ist deine Challenge? Haustier? Was? Das ist deine Challenge. Das ist so dumm. Lenk das Gespräch auf Bienen oder so. Steht, geht das? Wäre das möglich, dass das auf dem ja. Bild steht? Ja. Ist es deine Challenge oder nicht? Ich lock es jetzt ein. Schatz. Dann wäre ja sie auch in. Sie hat ja auch dieses TikTok gesehen. Ja, aber ich habe ja nicht. Ich lock sie jetzt ein. Wer von uns trinkt? Sie hat doch auch dieses TikTok. Sag sie jetzt! Ich war es deins! Lenke das Gespräch auf Bienen als yeah! Und betone. Ja! Yeah! Ich hätte es fast geschafft, dann habe ich gelesen, da steht und betone ihre Vorteile, weil du das auf TikTok gesehen hast. Alex, du verdächtigst die Person links von dir, dass er oder sie dein Videokonzept geklaut hat. Weißt du was? Ich finde Tamara ein bisschen sus. Und ich würde gerne ein bisschen einfach mit dir reden. Das Ding ist, ich sehe ihr Gesicht nie wegen dem Topf, aber ich glaube schon auch, dass sie sass ist. Also weiß schon, ich bin mir so sicher, aber ich will den Shot nicht taken. Tamara, hörst du gern Olivia Rodrigo? Nein. Doch, sie hat zwei, drei gute Lieder, aber ich... Was ist das denn jetzt wieder? Ich will jetzt nicht ihre Lieder anhören. Und Justin Bieber? Das Ding ist, die wiederholt immer alles, was Mike sagt. Er sagt vor 10 Sekunden, sie sagt so, ja, vor 10 Sekunden. Das macht sie schon die ganze Zeit. Aber ich weiß nicht genau, wie sich ihre... Das macht sie aber dann nicht immer. Ja, das musst du jetzt dann callen, wenn es... Also ja, dann fragst du, probier's halt mal nochmal aus. Nee, aber jetzt gerade hat sie ja die Sachen nicht wiederholt, die du sagst. Und ich weiß nicht, entweder sie macht es nicht permanent. Hast du dir die Zähne bleichen lassen? Siehst du? Das letzte Wort! Wer von uns sagt, lockt's ein? Wer traut sich? Ja, machst du? Scheiß drauf. Ja? Wenn ich falsch liege, was dann? Musst du trinken. Leute, Challenge ist. Und es war so schwer, weil ich habe euch nicht zugehört. Ich habe nur versucht, dir zuzuhören. Mir ist es aufgefallen. Jeden Satz der Person rechts von dir zu beenden, bevor sie es tut. Ah, Leute, oh mein Gott. Aber das ist dann nicht richtig, oder? Ja. So eben doch. Tamara, erzähle immer wieder eine zufällige Tatsache über eine erfundene exotische Reise, auf der du angeblich warst. Praterdom. Mein Lieblingsclub. Echt? Also in Wien. Wisst ihr, was der schlimmste Club ist? Fuck, wie heißt der? Da, wo mir der eine Typ auf die Eier gegriffen hat. Ja, genau. Und der Eigentümer, der hat mir ohne Scheiß auf die Eier gegriffen, weil er so... Der Eigentümer? Ja. Ich darf den Namen eh nicht sagen. Aber du kennst den. Ja, aber der ist auch immer auf... Weil er so auf Koks war. Ja, ich wollte gerade sagen, er ist immer auf ein bisschen Schnee. War es der Blog, wo Hanna und Manetschi rumgemacht haben? Ja. Da war ich nicht dabei. Das hast du so geklaut von mir, das Video. Hm? Das... Hanna und... Nein, das war nicht der Blog. Oder doch? Aber der ist jetzt im Gefängnis, glaube ich. Ich hab dir so oft gesagt, heißt er, by the way, ist mir reingefallen. Sag's doch nicht. Ich hab dir so oft gesagt, bring Hanna und Malenci dazu, dass sie sich küssen für den Vlog und das wird so viel Klicks bringen. Hast du nie gesagt? Ja, ich hab das immer wieder bei jeder Party, wie ich das gesagt habe. Als wärst du das Wichtigste, dein wichtigstes Anliegen bei Mike immer so, ey, da ist Mike, yo, hast du endlich geschafft, dass die beiden sich küssen? Also jetzt einfach nur so. Also wäre, glaube ich, gut für Content. Nein, der hat mir sogar noch geschrieben danach. Ich wusste nicht, dass er das wirklich gemacht hat, deswegen so hätte es schon Credits geben können. So. Das war schon meine Idee. Stimmt, dabei so, die machen so rum darunter so Idee, Job, Hippo. Der ist doch von alleine passiert, dass die rumgemacht haben, das war nicht inszeniert, oder? Was? Ja. Ja, aber es war trotzdem meine Idee. Wie du die Idee claimen willst, dass man Lenchi und Hanna rummachen. Wo war die Fort, wo es krass ist? Weil zum Beispiel L.A. fand ich gar nicht so krass. Ich war in Thailand. Es gab so krasse Sachen. Waren es die Ping-Pong-Bälle?
Nee. Ah, die so. Ja, genau. Nee, aber da waren ist nicht so, so eine Show? So Nude-Shows? Mit Nude-Shows? Ja, die machen auf der Bühne so, ah, ja, hier, Stripclub-mäßig. Und dann fahren wir, machen die Beine auf und dann, dann fliegt so ein Ping-Pong durch den Raum. Wo jemand aus so einer VJJ einen Ball rausgepresst hat. Ich aber weiß nicht, ob sie es aus der VJJ machen in Thailand. To be honest. Habt ihr meine Stories von der Türkei gesehen? Sah auch krass aus. Ich find's gut, dass du deine Challenge literally aufgedeckt auf deinem Bauch legen hast. Das wollte ich gerade sagen, weil ihr könnt nämlich ein Glas einfüllen. Meine Challenge war nämlich, du verdächtigst die Person links von dir, dass er dein Videokonzept geklaut hat. Das war ja so offensichtlich. Ja, aber ich dachte, das war ja so eine dumme Aussage. Ihr sagt dreimal, wahrscheinlich. In dem Moment, wo ich am verwundbarsten war und über sexuelle Belästigung geredet habe, noch dazu. Der Typ hat mir im Nachhinein geschrieben und hat sich entschuldigt sogar. Wer denn? Weiß ich nicht, ob du sagst den Namen immer wieder. Ich muss immer zensieren. Weil es halt schon sexuelle Belästigung, finde ich jetzt auch bei Männern. Weißt du, wie ich meine? Ja. Auch wenn er, ich glaube nicht, dass er gay ist. Ich glaube, das war halt einfach, weil er auch wenn es mir gefallen hat. Auch wenn es mir gefallen hat. Ja, auf jeden Fall ist er jetzt im Gefängnis. Ist er wegen dir im Gefängnis? Weiß nicht, ob deswegen, wegen Drogen wahrscheinlich. So, ja. Aber, und jetzt schreibt er mir halt nicht mehr. Voll gut. Leute, es ist schwieriger, als ich dachte, weil ein paar Sachen so legit sein können. Alex, tu so, als würdest du mit der Person links von dir Händchen halten wollen, aber zieh die Hand weg, wenn er oder sie darauf eingeht. Weil es kann ja sein, dass er die Idee hatte, weil das klingt auch nach Alex. Weißt du, meine? Ja, wahrscheinlich. Du hast die richtige Challenge gezogen, ich sag dir ehrlich. Ist das ekelhaft, sorry. Weil ich könnte nie sagen, hätte ich die Challenge schon Alex gezogen? Ist deine Challenge nicht aufhören zu reden? Sorry. Ist deine Challenge gemein sein? Heirat und Verlobung. Das Thema. Da haben wir viel drüber geredet. Das ist mein Lieblingsthema. Aber bevor wir es anfangen, könnt ihr bitte alle mal einen Shot trinken. Nein, hat schon wieder irgendwas gemacht. Es nervt, Leute, ja, ich bin die schlechteste im Spiel. Meine Challenge war wirklich nicht leicht. Aha. Soll ich sie mal vorlesen? Dann könnt ihr, dann appreciated ihr zumindest, was ich gemacht habe. Roll 10 Minuten rum wegen sexueller Belästigung. Als mal. Dachte ich jetzt auch als erstes? Rede darüber, dass dich jemand geghostet hat, weil er sie im Gefängnis gelandet ist. Und wie? Oh mein Gott, das ist. Mike, lenke das Gespräch immer wieder auf dein Alkoholproblem. Ja, okay, wir reden über Heirat und. Ja, genau. Heirat und Verlobung. So seid ihr der Meinung, der Mann muss den Antrag machen? Also, natürlich jetzt bei Gay-Paaren oder Lesbischen ist immer was anderes, aber ich finde schon, dass der Mann fragen soll. Also, bei Gay-Paaren fragt auch der Mann meistens. Aber wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich. Hast du schon einen Antrag gemacht? Ich habe schon mal einen Antrag gemacht, ja. Nein, hör auf! Ja. Echt? Hä? Ich war schon mal verlobt. Nein. Doch, ohne Scheiß. Ich hatte 4 Jahre eine Beziehung mit meiner Freundin in Deutschland, bevor ich hingezogen bin. Das muss fast eine Challenge sein. Wer lockt ein? Nee, glaube ich nicht. Der war sicher. Oder? Du kennst ihn am besten von uns. Mit Julia war ich ja 4 Jahre zusammen. Aber nicht verlobt. Als wir dann verlobt waren, das war, ja, das hat sich dann gelöst, dann bin ich halt nach Wien direkt. Boah. Weil mich direkt weg aus Deutschland, dachte mir so, er hat doch die Challenge, er hat doch die Challenge vorgelesen und ganz ehrlich, er war der, der gesagt hat, verlobt halt. Ich logge jetzt ein, dass das deine Challenge ist. Ja, war ja auch übel offensichtlich. Was bekomme ich denn für... Nee, das ist echt scheiße. Hä? Ist hallo? Ich war mir nicht mal sicher. Ich dachte, ja, aber pass auf, das Ding ist, das nervt mich wirklich, weil... Was ist das für eine Scheiß-Challenge? Mike kennt mich seit was? 4 Jahren? Wir reden über jede Scheiße. Ich könnte, wenn ich eine Challenge bekomme, nur erzähle, dass du lila Socken magst, wird er das wissen. Das Ding ist... Dich kann ich verarschen, dass ich schon mal verlobt war und dich kann ich verarschen, dass ich schon mal verlobt war. Aber Mike weiß so gut wie alles über mich. Du musst mich ablenken. Warte mal, das Thema war Hochzeit? Nein, das Thema habe ich erfunden. Das ist, ich habe ein Thema gezogen, dann das Thema erfunden, damit wir über Hochzeit und was reden. Das ist mir auch ich dachte es mir. Warum? Ja, ich fühle es gerade. Ja, genau. Mach doch gesagt, ich kann das umschütten. Ich schütte nur Tomate, Tamara muss eh bald wieder. Habt ihr eigentlich schon mal mitbekommen, wie lange Fingerhaare Mike hat? Ich weiß, dass es keine Challenge ist, weil wir schon darüber geredet haben, das ist ganz schlimm. Zeig. Du musst nur meine Hand nehmen. Nein, zeig nur her. Warum nimmst du sie dann so? Ja, weil ich Angst habe vor der Ist das deine Challenge? Nein, ich habe Angst vor der Fingerhand. Leon, Moneyboy ist dein Soulmate. Wisst ihr, was das Krasse ist? Ich habe ja lange Armhaare und als ich mal woanders war, in einem anderen Land, hier interessiert es keinen, aber dort, die Männer haben mich geschämt wegen meinen langen Armhaaren. Was haben sie gesagt? Ja, was die... Oh, what is this? Und darf ich streichen? Was? Das ist mal so absurd. Was redest du? Armhaare sind gar nicht so gern gesehen. Ja, aber du willst mir erzählen, du warst in der Türkei oder so? Genau. Nicht in der Türkei. Bist auf der Straße gegangen und da kommen fremde Leute. Ja, nein, aber Bartender oder so, wenn ich sowas genommen habe, waren schon so... Wie sind wir auf das Thema gekommen? Das muss so eine Challenge sein, dass ich auf einmal vom... Nee, weil er von meinen Fingerhaaren angefangen hat. Aber schau dir auch mal seine Fingerhaare an, bitte. Sind deine Fingerhaare? Ja, die sind echt lang, aber... Hä? Zieh mal an einem. Oh, du hast auch lange. Ich zeig dir ein bisschen in die Cam. Also man sieht's halt leider nicht. Schau.
Warum willst du immer meine Hand nehmen? Ich will sie nicht nehmen. Ja, ist das deine Challenge? Ist immer alle drei Sekunden macht er so. Das ist seine Challenge. Er guckt richtig. I call it. Das ist seine Challenge. Ist das, lockst du ein? Das? Ja, ich lock das an. Junge, es war so unmöglich. Du so, als würdest du mit der Person links von dir Händchen halten wollen, aber zieh die Hand weg, wenn sie drauf eingeht. Es war aber perfekt. Aber ich trinke mit dir mit. Warum willst du auf einmal die ganze Zeit saufen? Ich bin im Partylade! Boah, glaubt ihr, es könnte eine Challenge sein bei Mike, dass er gerade unbedingt anstoßen will und mittrinken? Ich glaube, es könnte eine Challenge sein. Aber dann würde ich nicht. Boah, es wäre schon eine gute Idee für eine Challenge. Ich habe einfach nur Party. Ich habe ein Alkoholproblem. Ja, okay, komm, ich habe es jetzt nicht gecallt. Ich call's, dass deine Challenge ist, mitzutrinken. Nein. Nächstes nicht? Nein. Fuck! Oh Gott, dann ist er einfach aus Prinzip im Partylaune. Das Ding ist, ich habe ein Alkoholproblem. Ich glaube, das ist es. Das Alkoholproblem. Alex, mach ein Geräusch, was Marsmännchen deiner Meinung nach machen und bringe jemanden dazu, es nachzumachen. Ich finde Amare ist ein interessantes Thema. Ist dir schon mal aufgefallen, dass bei SpongeBob und so Animationsfilmen so gut wie gar keine irgendwelche Amare haben? So smart! Lenke das Thema auf SpongeBob! Nein, warte! Ich logge es nicht ein. Loggt jemand anders ein? Ja, ich logge ein. Okay, weil ich glaube, es ist eine Falle. Ja, es war eine Falle. Yeah! Es war so schlecht! Fick dich! Ich kenne dich, du Bastard! Dir ist es aufgefallen, weil... Ja, klack! Oh, es fühlt sich so gut an, endlich mal irgendwas hier zu gewinnen. Aliens! Das Ding ist, es wurde jetzt gerade was gefunden. Ja, dieses Mexiko-Dings. Ja, aber wenn sie wirklich Corps gefunden haben von Aliens, dann wäre das ja mal eine viel größere Sache, außer ein TikTok-Ding. Oh mein Gott. Ich habe ein Video gesehen auf TikTok, wo die anscheinend eine Audioaufnahme von so einem Ding, das bei dem im Garten war. Ziemlich sass, dass du schon wieder ein TikTok gesehen hast. Alles ist mit TikTok, Bro. Ich habe auch auf TikTok gesehen, dass 2014. Aber haben das eine Idee sein soll? Das ist eine Challenge. Das ist die Falle. Was hast du gesehen? Ich habe TikTok gesehen, dass 24 Tim Alien ist. Das ist eine Conspiracy. Ich habe halt Angst, dass es wieder eine Falle ist. Der Wichser, jetzt hat er nämlich rausgefunden, wie er seine schwierigen Challenges unterbringen kann. 24 Tim ist mein Soulmate. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Das ist 24 Tim. Aber weißt du was? Nein, ich trau mich das callen. Ich log's ein. Weißt du warum? Weil Leon würde nie auf das Wort Soulmate kommen bei 24 Tim. Auch wenn er sich's ausdenkt. Ich log ein. Stimmt. Ist doch eine Falle. Nein! Money Boy ist mein echter Soulmate. Nice. Oh, smart, dass du einfach den Namen änderst. Oh mein Gott, jetzt ist es aber entweder eine Doppelfalle. Du nutzt mein Alkoholproblem zu deinem Vorteil. Gar nicht, also du warst erstmal falsch. Aber das war smart gewesen. Ja, das war er müsste smart sagen, Money Boy ist mein Soulmate. Ja. Und die Challenges geschrieben haben, ist Österreicherin. Das heißt, sie liebt Money Boy sicher. Mister. Das Ding ist... Okay, ich call's. Fuck, nein! Was callst du? Ist jetzt echt durchschaut. Money Boy ist mein Soulmate. Ich hab erst du hast ja gesagt. Ich hab erst eine Falle gestellt, dass 24 Tim mein Soulmate ist, damit sie jemand callt und danach wollte ich aus Spaß einfließen lassen. Haha, nee, Money Boy ist mein Soulmate. Ja, und aber ich dann so, das war deine Challenge. Ich hab's eh gecheckt, dass deine Challenge. Ach so, aber sie hat's dann eingeloggt. Aber ich hab's gecallt. Voll smart einzuloggen, ich hab voll vergessen. Fuck, das ist ausgerechnet Tamara, das gecheckt hat. Auf mein Alkoholproblem und darauf, dass ihr auch alle nochmal trinken dürft. Stopp, ich call's. Alkohol. Nein. Ich hab schon zum vierten Mal gesorgt. Nein! Was? Ja, deswegen hab ich's jetzt. Ja, du hast recht. Aber er hat schon zum vierten Mal gesagt. Fuck, du bist aber so Sachen, die man so gut einfließen lassen kann. Ich muss sagen, dass ich musste zwei Shots umsonst trinken, damit ich's einfließen lassen kann. Ah, Scheiße, ich wollte es vorhin schon sagen und dann wollte ich warten, bis du es nochmal sagst. Und dann hab ich's wahrscheinlich verpasst. Das Ding ist, jetzt komm ich grad drauf. Ich hätte einfach verlieren können und nur einen Shot trinken müssen. Jetzt habe ich drei oder vier getrunken. Ja, eigentlich. Leon, erfinde eine skurrile Verschwörungstheorie über Toaster. Alter, wir haben schon so viel gesoffen, ich habe gar nichts mehr zum Runterspielen. Ja, aber wieso trinkst du? Du hast doch gewonnen. Jetzt ist du wirklich... Nein, wegen mir, ist auch meine Falle getappt noch. Achso. Ja, aber jetzt muss ich ein neues Thema ziehen. Glenn, ich habe noch... Ich weiß, das ist die letzte Challenge. Ich habe noch was ultra krasses für das Alien-Thema. Erzähl. Weil das TikTok hatte 24 Millionen Likes oder so, ne? Mike, rede mit einer Person, als wärst du seine oder ihre Mutter. Die auf jeden Fall... Smart. Hatte das 24 Millionen Likes. Und die Kommentare haben alle was anderes kommentiert, wie sie, in welcher Tonlage sie dieses Ding hören. Hast du es in der Schule gelernt? Was? Hast du gerade laberst? Nein, ich habe ein TikTok gesehen, das hatte 24 Millionen Likes. Sag nochmal 24 Millionen. Junge, dann ist es mir egal, ist keine Challenge, sag ich 23 Millionen. Okay. Die Leute haben kommentiert, ich habe es mir schon so vorgestellt, dass es so klingt, so hoch. Und dann haben die Leute drunter kommentiert, was meinst du hoch? Es klingt so, genau so tief. Okay. Ich hab das irgendwie so gesehen. Ich hab's nicht ganz gecheckt. Worum geht's überhaupt? Ich hab den Anfang nicht gecheckt. Weil du nie aufpasst. Nein, weil ich.
Wenn du einmal aufpassen würdest. Also die Leute haben das anscheinend unterschiedlich wahrgenommen. Ich hab's halt so gehört, weißt du? Also kannst du bitte nochmal wiederholen? Warte mal, ist... Können wir einfach mal... Leon, lass uns mal reden. Einfach nur wir zwei. Okay. Wie geht's dir so? Wie ist das so wirklich jeden, weil ich so oft drauf reingefallen bin? Na, weil ich denke mir so, ist das nicht komisch, dass die ganze Zeit er labert? Wer? Oha, ja, hab ich Ich hab eher das Gefühl, weil er hat mich so konzentriert angestarrt, irgendwas in diesem Text muss eine Challenge gewesen sein oder irgendwas in die Richtung. Das war sicher irgendwas eine Challenge, wieso erzählt es war das so lang darüber? Weil ich euch wissen wollte, ob ihr es gesehen habt und ob ihr es hoch oder nicht, tief gehört habt. Ja. So. Es ist so schwierig. Ach, richtig. Aber ich hab das TikTok wenn nicht gesehen. Leon, setz dich jetzt. Hier hast du es gehört. Setz dich gerade hin. Dein Rücken. Wisst ihr, was das Ding ist? Irgendwie habe ich das Gefühl, so eine Challenge ist, aber das könnte man gar nicht mal richtig aufschreiben. Erfinde nochmal eine komische. Mit, was die. Bist du das Kleid besoffen? Oder Jejojo. Was? Was? Das dass Kleid oder Jejojo? Dass er irgendwas erfinden muss, was, wo Leute gespaltene Meinung sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine Challenge, aber wie würde man das aufschreiben, dass es überhaupt logisch klingt? Das man würde das ungefähr deswegen so aufschreiben. Mach Geräusche vor, die Marsmenschen deiner Meinung nach machen würden und bringe jemanden dazu, sie nachzumachen. Ja, jetzt hast du es schon dreimal gemacht. Haben wir aber sie hat gerade nachgemacht, deswegen ist es vorne. Nein, ich hab gesagt, ja, du hast nachgemacht. Hat wirklich funktioniert. Fuck! Sag das Wort nicht. Ich dachte, wie soll ich jemanden zu regeln? Nein, Leon, keine Schimpfwörter, die muss ich alles zensieren. Sonst gehst du auf dein Zimmer. So krass, ich zieh dieses Thema. Leute, ich kann jetzt nicht noch einen Shot trinken. Ich auch nicht, ich muss Auto fahren. Das ist Urban Exploring. Was ist Urban Exploring? Haben wir eigentlich schon eine Ding von dir rausgefunden? Entweder bist du richtig gut oder du machst deine. Ich glaube, sie ist die ganze Zeit unter dem Radar, weil ich euch, bei euch passe ich so bei jedem Wort auf und bei ihr achte ich gar nicht mehr. Ja, weil sie die ganze Zeit irgendwie Bullshit labert. Ja, sie hat immer lange Redepausen, das ist nicht unnormal. Das Ding ist, ich muss eigentlich nur noch einmal machen und wenn ihr es nicht checkt, dann seid ihr dumm. Ich hab's dann geschafft eigentlich. Oh was? Nein. Nein, sie muss ja noch ein drittes Mal. Beim dritten Mal müssen wir dann direkt callen, dann können wir noch eine Chance. Okay. Ja, muss jetzt drauf achten, aber was muss ich echt achten, dass du schon öfter gemacht hast. Das Ding ist, wenn ich sage das dritte Mal, dann hab ich's ja schon geschafft. Egal, was ihr, ob ihr. Nein, wenn wir es callen beim dritten Mal nicht. Ja, wenn wir es rausfinden. Alex, kannst du mal ein Schimpfwort sagen? Ergibt Sinn. Wehe. Das ist seine Challenge. Was? Ich glaube auch. Nein, ich glaube, Mikes Challenge ist es, dass er bei Schimpfwörtern ermahnen muss. Weil ich habe einmal Fuck gesagt und er so, Entschuldigung, kannst du bitte nicht sagen, das ist ein Schimpfwort. Und ja, bei weil Fuck, wir, ja, weil wegen Zensieren. Demonetized. Glaubst du, man muss Fuck zensieren? Ja, man kriegt halt weniger Ad-Rates. Echt jetzt? Er hat jetzt schon richtig oft das F-Wort gesagt. Die ganze Zeit? Ich glaube, es wäre so auf seinem Zettel, sag die ganze Zeit Schimpfwörter und bringe jemand anderen dazu, es auch zu sagen. Wehe, du bringst hier jemanden dazu, das F-Wort zu sagen, Leon. Ich call's nicht, euch. Gehst du auf dein Zimmer? Er muss mich immer auf sein Zimmer verweisen. Ohne Scheiß, sag es schon dreimal. Es muss so die Richtung sein. Mike, ich hab's eingeloggt. Du musst Leute ermahnen. Nee. Was war's? Oha, dass sie drauf kommen. Tube Girl. Tube Girl. Ja, dann muss ich jetzt trinken, aber das ist nicht deine Challenge, dass du mich irgendwie auf mein Zimmer verweisen musst, ermahnen musst, irgendwas in die Richtung. Ist das nicht die Challenge? Nee. Ist es oder nicht? Du musst dann trinken oder nicht? Ja, das ist nicht die Challenge. Ja, was hat das damit zu tun, ist fast das. Musst du passiv-aggressiv sein? Ich nicht. Ja, aber du musst mich ja anscheinend immer auf mein Zimmer verweisen. Also entweder musst du mich immer ermahnen, auf mein Zimmer verweisen oder belehren, das ist auch nicht. Ja, oder habst du eine Attitude oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde, also ich würde es euch geben, wenn da ein Wort vorkommen würde, aber da kommt das Wort nicht vor. Verhält dich irgendwie väterlich? Ich weiß halt nicht, ab wann man sagen kann, ja, es ist nicht ganz, ja, weil... Ja, fuck, okay, dann trinke ich. Nörgeln. Nee, ich muss jemanden bemuttern oder befetern. Nee. Ja, hat er eh gesagt, ja, sogar gesagt, ja. Okay, okay. Ich schieb mich die ganze Zeit auf mein Zimmer, das war ein bisschen auffällig. Das war Sherilins. Auf jeden Fall sie ist immer verdächtig! Sie labert immer so eine Scheiße! Sie immer so besoffen wirkt. Tube Girl! Jetzt willst du wieder ablenken. Nein. Denk dran, darauf zu achten, dass sie irgendwas ein drittes Mal sagen muss, ne? Wenn sie irgendwas sagt, was sie schon öfter gesagt hat, sobald sie das sagt, direkt einloggen. Mhm. Wir machen dich noch fertig. Aber habt ihr das zum Beispiel das TikTok gesehen, wo... Nein, nicht das TikTok, ein YouTube-Video, wo Leute so gesagt haben, dass... ich hab's vergessen. Wie ich das formulieren soll. Egal, vergiss es. Warte mal. Sie wollte gerade das Wort einbringen, hat es dann doch was formulieren. Hat sie das schon mal gemacht? So. Reden wir mal über Influencer. Okay. Ihr voll, gar nicht. Würdest du dich das trauen, dich zu filmen im Public? Zum Beispiel mach ich dauernd? Ja, ich meine aber wirklich so alleine. Ich würde es jetzt nicht enjoyen, aber ich würde es machen. Ich glaube, ich würde es nirgendwo machen. Ich habe auch gedacht, auch bei der Dating-Show, ich dachte, ich schaffe das in Deutschland. Aber in Deutschland würde ich es nie machen. Ich würde es immer nur so ist euch irgendwo... Auch so heiß, sorry. Dubai, Türkei, Thailand. Tu so, als wäre es dir kalt. In Thailand habe ich es immer gemacht. Ist eine Falle. Nein, ist wirklich der Alkohol. Ich glaube, es ist eine Falle. Aber gibt es überhaupt noch? In Thailand habe ich es immer gemacht. Es gibt ja gar keine Dinge mehr, oder? Nein, ich habe keine mehr. Es war die letzte. Du hast keine Challenge mehr? Nee.
Habt ihr noch eine Challenge, alle? Trinkt ihr jetzt auf? Jetzt könnt ihr alle einen Shot trinken, weil ich hab's gewonnen. Sie hat ja nur Nonsens gequatscht. Laber 20 Minuten nur Scheiße. Ja, ich laber viel Scheiße, egal. Hör zu. Versuch, dass du nach Hause geschickt wirst. Nein. Erzähl immer wieder eine zufällige Tatsache über eine erfundene exotische Reise. Ich wusste, dass Thailand nicht stimmt. Ja, Thailand, ich hab erst gesagt, der Club war krass. Auf jeden Fall habe ich dreimal gesagt, also alle mal einen Shot hier. Ja, das heißt, Leon ist der Letzte mit einer Challenge, oder? Ja, toll, das ist jetzt gar nicht auffällig. Wie geht's dir so? Worüber willst du denn reden, Leon? Zieh doch vielleicht ein Thema. Wisst ihr, worüber ich richtig gerne rede? Ja, hau mal raus. Über Soulmates. Falle. Immer noch? Ja, Soulmates ist einfach das Money Thema. Money Boy. Das ist jetzt eine Falle, ja. Er will, dass wir denken. Ich rede auch gerne über... No oh, shit. Oh, jetzt kann ich im Endeffekt, muss ich jetzt nur ganz viel Nonsens erzählen und versuchen irgendwo das nein, Richtige. Halt's Maul jetzt, okay. Wisst ihr, worüber ich gerne rede? Grundsätzlich? Ringless. Ich habe mir überlegt, ich werde Künstler. Also ich habe schon mal ein Bild verkauft in meinem Leben, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob auch das fake, das Richtige ist. Auch Fake, weil Leinwände gesehen. Auch fuck! Gut, guter Point. Okay. Da wäre ich drauf reingefallen. Das war so offensichtlich. Ich starte dir, dass du es zugibst. Alle so, ja, wir sind so schlau. Da wäre ich drauf reingefallen. Ich war schon öfter auf dem Weg mit dem Zug zu verschiedenen Verschwörungstheorien. Und Zug. Was? Na, warte mal, lass mich mal. Wie kannst du denn mit dem Zug? Ja, aber ich bin oft mit dem Zug unterwegs zu Verschwörungstheorien. Aber warum fährst du aber zu Verschwörungstheorien? Aber das ergibt keinen Sinn. Wie kannst du? Ja, weil ich Blumen mag. Das war fake. Hast du auf die Blume geschaut? Naja, auf jeden Fall bin ich... Ich bin nicht so kreativ gerade, okay? Was ich übrigens auch mal war, ist Musiker. Also ich war schon mal quasi Rapper. Das weiß noch niemand von euch. Das er muss einen Beruf reinbringen, den er nicht gemacht hat. Und ich glaube, jetzt könnte es der Richtige sein. Du haltest schon eine Shot, Schatzi. Also log das an. Na, warte mal. Schatzi, hast du gesagt, oder? Weißt du, was mich ein bisschen verwirrt? Diese random Zug-Dings. Ja, der Zug ist zweimal gesagt. Zweimal hat der Zug gesagt. Und weil es keinen Sinn ergeben hat. Ja. Und jetzt wird er gleich sagen, was hast du gesagt? Ich finde es ein bisschen komisch, dass ihr verdächtigt, dass ich mit dem Zug irgendwo hinfahre. Zug ist die Challenge. Aber nur einer von euch kann einloggen. Das kann nur eintrinken. Mach doch mal ein. Ich log an. Falsch. Scheiße! Dann log du auch mal was ein. Nein, er ist noch nicht dran, glaube ich. Du bist so ein Wichser. Es ist echt interessant, dass man als Letzter eigentlich nur Scheiße erzählen kann. Also die Strategie ist nur Scheiße erzählen. Schau mal, wie sie sich eingeloggt hat. Ey, du musst bei mir gar nicht... Ja, wahrscheinlich ist es so weniger als ich. Ja, jetzt verlierst du eh. Erfinde einen Beruf, den du schon mal gemacht hast. Also ich würde mich fast trauen, das einzuloggen, aber ich weiß es noch nicht. Ich überleg's mir noch kurz. Ich log's ein. Echt? Ja. Falsch. Fuck. Red noch kurz weiter. Okay, aber jetzt musst du erst mal kommen. Ja, ich muss echt mal kommen. That's what she said. Echt? Bei mir nicht irgendwie. Ja, ich würde auch gerade sagen. Ja, habt ihr so Verschwörungstheorien, die ihr krass findet? Verschwörungstheorien hat er auch gesagt. Hat er schon zweimal gesagt. Zweimal ja. Zug, zweimal Verschwörungstheorien. Willst du sein? Okay. Logo? Weiß nicht. Log's an. Welche Verschwörungstheorie magst du denn gerne? Nein, warte, stopp. Aber wenn's nicht, stopp. Hat er gewonnen? Nein, er ist nicht. Nein, er ist sehr schlau. Nein. Also, mir fallen drei Verschwörungstheorien ein. Die erste Verschwörungstheorie ist, dass es eine geheime Gesellschaft gibt, die Illuminati. Die regieren ja die Welt. Die zweite Verschwörungstheorie ist, dass Toaster in Airbnbs immer Kameras haben. Genau. Und die dritte ist, dass die Ägypter gar nicht die Pyramiden gebaut haben. Ja, alles real. Dann ist das Toaster. Zweite falsch. Alles real. Können wir das mit? Nein, das mit den Toastern. Und die vierte Toastern. Verschwörungstheorie. Toastern? Die vierte Verschwörungstheorie ist, dass. Nee, ist alles real. SpongeBob. Ja, das ist jetzt die erfundene. Schaut, das ist jetzt SpongeBob. Er hat gesagt, er hat drei Verschwörungstheorien. Und die vierte. Lass mich noch die vierte sagen. Warte, ja. Nein, vierte sagen. Die vierte Verschwörungstheorie ist, dass es eine geheime SpongeBob-Folge gibt. Und jetzt lass ein. Das hab ich gesehen. Ja, ultimativer SpongeBob-Fan. Die fünfte Verschwörungstheorie. Sag zehnmal das Wort Verschwörungstheorie. Die fünfte von drei. Nein. Sag zehnmal das Wort. Nee, er muss es zehnmal sagen, glaube ich. Er muss es ganz oft sagen. Wie viele sind's? Wie oft hast du gesagt, weißt du? Verschwörungstheorie? Ja. Oh, hab ich gar nicht gezählt. Log ein, er muss es eine gewisse Anzahl sagen. Du musst eine gewisse Anzahl an das Wort Verschwörungstheorie. Falsch. Und damit würde ich sagen, ich habe auch irgendwie gewonnen, weil es war erfinde eine Verschwörungstheorie über Toaster. Fuck! Ah, und no. ihr habt okay. alle, das Ding, aber ihr habt alle gewusst. Ja, okay. Trink einen Shot, Gewinnershot. Hier, das ist für dich. Ja, aber ihr müsst alle noch trinken. Weil du ein Gewinner bist. Ich trinke mit euch, aber ihr beide müsst dann auch trinken. Cheers, auf Cheers. Den Gewinner. Eigentlich gibt's bei dem Spiel keinen Gewinner, aber ich glaube, wir waren schon zu angetrunken, um das zu checken. Cheers. Auf den Gewinner. Ich bin der Gewinner. Subscribe! Ja!